Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine Spaghetti mit Flusskrebsfleisch in einer wundervollen Chili-Frischkäsesoße. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für meine Spaghetti mit Flusskrebsfleisch in einer Chili-Frischkäsesoße. Wir brauchen natürlich Spaghetti. Na, ihr müsst nicht unbedingt Spaghetti nehmen, ihr könnt auch Bandnudeln nehmen oder Tagliatelle oder auf jeden Fall lange Nudeln. Das ist ganz euch überlassen. Zu den Nudeln gibt es ja dann diese leckere Soße mit Flusskrebsfleisch. Kriegt ihr heute, glaube ich, bei jedem Discounter. Ich habe es hier einmal abgespült und abtropfen lassen. Ihr könnt natürlich auch Scampi nehmen, ihr könnt auch Garnelen nehmen. Das geht auch mit sonstigen Meeresfrüchten. Ich habe hier heute mal Flusskrebsfleisch, weil es auch relativ günstig ist und nicht so teuer wie Scampi vor allen Dingen, aber auch nicht wie Garnelen. Dann brauchen wir eine Zwiebel, ne? Ganz normale mittelgroße Zwiebel. Ein oder zwei Chilischoten. Wer es nicht so scharf macht, nimmt nur eine. Ich werde wahrscheinlich auch noch eine nehmen, weil die so groß sind hier. Aber eine solltet ihr nehmen. Dann brauchen wir ein bisschen Knoblauch hier, zwei Zehen. Zwei mittelgroße habe ich hier genommen. Wir brauchen dann für die Soße vor allem ein bisschen Sahne. Wir brauchen ein bisschen Frischkäse, Doppelrahmfrischkäse. Und wir werden das Ganze würzen. Wem es dann noch nicht scharf genug ist, schmecke ich vorher ab. Eventuell mit ein paar Chiliflocken noch. Wir brauchen ein bisschen Tomatenmark und wir brauchen ein bisschen Paprika edelsüß. Mengen, genaue Angaben wie immer in der Infobox oder auf meiner Seite kochmalschnell.com. Ja, zum Anbraten brauchen wir ein bisschen Olivenöl und dann werden wir am Ende, relativ am Ende der Kochzeit, noch ein paar Cocktailtomaten untermischen, die ich dann halbieren werde. Und ganz zum Schluss werden wir das Ganze ein bisschen garnieren mit Parmesan und ein wenig Rucola. Ja, und wir brauchen natürlich wie immer noch Pfeffer, Salz. Und dann habe ich, nein, habe ich nicht, hier steht noch ein Glas Wasser zur Erinnerung. Ja, hier das Glas Wasser für mich zur Erinnerung, dass ich nachher vom Nudelwasser ein bisschen abnehme, denn das Nudelwasser, ihr wisst, es hat relativ viel Stärke und damit könnt ihr prima Soßen binden. Also hier, dieses Glas Wasser soll nachher Nudelwasser sein, dass ihr es nicht vollständig wegkippt, das kann man gut noch verwenden. Ja, und dann denke ich, lege ich los. So, die wenigen Vorbereitungsarbeiten sind beendet. Ne? Unsere Zwiebel ist geschnitten, Knoblauch ist vorbereitet und auch die Chili ist vorbereitet. Boah, wollen wir mit der leckeren Soße beginnen und dann können wir in die Pfanne gehen. So, da können wir loslegen. Was ich eben ganz vergessen habe, habe ich noch zwischendurch gemacht. Ja, die Tomaten müssen wir noch vorbereiten. Die habe ich jetzt hier in Hälften geschnitten. Die kleinen, die etwas größeren, habe ich nochmal ein Viertel geschnitten, aber kleiner sollen sie nicht sein. Habe ich zwischendurch gemacht. Meine Nudeln sind inzwischen auch fertig. Ne? Mein Nudelwasser habe ich auch hier aufgehoben. Und dann können wir loslegen, hier zunächst mal das Olivenöl heiß machen. Und ihr seht, ich habe eine große, eine hohe Pfanne genommen. Würde ich euch empfehlen, denn wir haben hier einen Haufen Nudeln. Ich finde es mal nervig, wenn einem die Hälfte dazwischen dann aus der Pfanne fällt. Deswegen hier eine hohe Pfanne, aber ihr könnt euch auch eine ganz normale nehmen, was ihr habt. Ja, ihr wisst, Olivenöl nicht so hoch erhitzen. Zwiebeln rein zunächst. So, und ihr seht, die Zwiebeln fangen jetzt so langsam an zu bräunen schon. Na, das reicht mir dann auch, mehr möchte ich gar nicht. Und jetzt gebe ich den Knoblauch dazu, nur so lange, bis er anfängt zu duften, denn Knoblauch wird sonst schnell bitter. Ja, man merkt das jetzt auch schon, das geht sehr schnell. Ja, und immer ruhig rühren, damit der Knoblauch nicht schwarz wird. Man merkt jetzt schon, er entwickelt schon ein Aroma. Das reicht dann auch. Und jetzt gebe ich die anderen Zutaten hinzu. Ich fange hier mit der Sahne an.
und dem Frischkäse. Und den stelle ich ein bisschen runter. Nicht ganz so heiß, wir wollen den Käse jetzt erstmal schmelzen. Dann soll nicht gleich die ganze Flüssigkeit verschwinden. Und ihr seht hier, das ist jetzt momentan eine sehr dickflüssige Soße. Und die Nudeln saugen hinterher immer noch sehr viel Flüssigkeit auf. Also ruhig ein bisschen dünner machen. Ich gebe schon mal hier so ein bisschen Nudelwasser dazu. Das wird nachher von den Nudeln alles wieder aufgesaugt. So, jetzt können wir unsere anderen Gewürze, Zutaten dazugeben. Kommt Tomatenmark, Paprika edelsüß, und die Chilis, die ich nicht mit angebraten habe, ganz bewusst nicht, die möchte ich jetzt so in der Soße haben. Das mal ein bisschen rühren. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall salzen, denn Salz ist noch nicht drin. Es ist ja nichts drin, was salzig ist. Also da kommt schon ordentlich Salz rein. Ja, mal gucken. Ja, mal runterstellen. So. Und jetzt probiere ich mal. Die Chilis geben jetzt in dem heißen Käse, da ist ja viel Fett drin und dieses Capsaicin ist ja fettlöslich in der Chili. Die Chili gibt jetzt das Capsaicin ab hier an den Käse. Jetzt probiere ich mal vorher, bevor ich hier irgendwas nachwürze. Also Schärfe brauchen wir nicht mehr, die Chili reicht. Keine Chiliflocken mehr. Nur wer es hardcore scharf haben möchte, gibt jetzt noch Chiliflocken dazu. Reicht mir so. Ein Hauch Salz vielleicht noch. Aber das war's auch schon. Der Geschmack ist ganz wunderbar. Die Soße ist okay. Ich gebe noch mal einen Schluck Nudelwasser dazu. Nicht viel. Können wir dann mal mit den Nudeln schauen. So, jetzt gebe ich meine Flusskrebs hier dazu. Flusskrebsfleisch. Ach, herrlich. Und die Flusskrebse haben ja so gut wie keinen Eigengeschmack. Deswegen ist es nicht dramatisch, wenn die Soße ruhig einen ordentlichen Kick hat. Da wird viel neutralisiert von den Flusskrebsen. Und jetzt gleich auch nochmal von den Nudeln. So, jetzt gebe ich meine Nudeln dazu. Und wenn die ein bisschen klebrig sind, dann macht das gar nichts. Die werden gleich in der Soße gut vermischt. Jetzt müsst ihr natürlich selber entscheiden, wie viel Nudeln ihr dazu geben wollt. Das waren jetzt so 300 Gramm Flusskrebsfleisch. Ich habe jetzt hier einen Pfund Nudeln gemacht. Es ist noch nicht alles drin. Aber das ginge durchaus. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt schon sehr dickflüssig. Dann gebe ich ruhig noch mal ein bisschen Nudelwasser dazu, denn die Nudeln vertragen das. So, und jetzt stelle ich die Platte ab und mische meine Tomaten drunter und lasse die jetzt nur noch so ein bisschen mitziehen. So ein bisschen warm werden noch, aber mehr nicht. Die sollen nicht matschig werden. Ja. Und dann können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Ja, dann schauen wir, ob es geklappt hat. Wundervollen Spaghetti mit Flusskrebsen. So, was ich jetzt noch mache, das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Das muss man nicht machen.
Aber ich finde, es passt tatsächlich gut. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Parmesan hier über meine Nudeln. Ich finde, das ergänzt den Geschmack ganz wundervoll. Und ich zerreiße jetzt immer nur so ein bisschen Rucola. Ich schneide ihn immer ungern. Er soll ruhig so ein bisschen grober oben aufliegen auf den Nudeln, aber auch nicht so viel, denn er ist dann sehr dominant. Die bittere Note ist aber eine gute Kombination hier. Ja. Dann war es das auch. Ja, so sieht's aus. Meine Spaghetti mit Flusskrebsfleisch in einer Chili-Frischkäsesoße. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch mal probieren, wie es denn schmeckt. Aussehen tut es ja wirklich wundervoll. Ganz herrlich. Sehr, sehr lecker. Spicy, also scharf, aber nicht so, dass man nichts mehr schmeckt. Flusskrebs nimmt das gut auf und auch die Tomaten dazwischen neutralisieren das gut. Hervorragend. Ein tolles Rezept. Hat sich wirklich gelohnt. Meine Spaghetti mit Flusskrebsfleisch in einer Chili-Frischkäsesoße. Wundervolle Kombination. Also, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Oh, lecker.